Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht hier um die Abschaltbedingung und die Schleifenimpedanz ZS im TNCS-System. Ich möchte hier ausdrücklich darauf hinweisen, dass sich dieses Video an Auszubildende des Berufes Elektroniker wendet. Die Situation in den elektrischen Anlagen ist häufig noch viel komplexer als hier geschildert und daher auch hier nochmal der dringende Hinweis, dass nur ausgebildete Elektrofachkräfte solche Aufgaben ausführen dürfen und auch nur ausgebildete Elektrofachkräfte die Sicherheit der Anlage in letzter Konsequenz wirklich einschätzen können. Eine elektrische Anlage muss folgende Eigenschaft aufweisen. Im Falle eines vollkommenen Körperschlusses muss die Anlage innerhalb der geforderten Abschaltzeit automatisch abschalten. Wir sehen hier eine Anlage und wir sehen hier die Messung, die feststellen soll, ob denn die geforderte Abschaltzeit eingehalten wird. Wir sehen hier auch, dass ein Widerstand gemessen wird und keine Zeit. Das überrascht vielleicht zunächst, denn es muss ja gewährleistet sein, dass diese Zeit eingehalten wird. Es wird aber ein Widerstand gemessen. Wozu also diese Widerstandsmessung? Genau das wird in diesem Video erklärt. Zunächst möchte ich aber kurz darauf zu sprechen kommen, was es mit einem vollkommenen Körperschluss auf sich hat. Wir sehen hier einen Körper. Ein Körper ist ein berührbares, leitfähiges Teil, das im Fehlerfall unter Spannung stehen kann. Das kann zum Beispiel das Gehäuse eines Toasters sein. In diesem Fall ist das Gehäuse immer an den Schutzleiter anzuschließen. Das sehen wir hier. Also ein Körper ist an den Schutzleiter anzuschließen. Ich kann ja dieses Teil berühren, es ist leitfähig und es kann im Fehlerfall unter Spannung stehen. Zum Beispiel durch diesen Fehler, den wir hier sehen, nämlich dass der Außenleiter einen Körperschluss aufweist und der ist in diesem Fall auch noch vollkommen, das heißt, er ist widerstandsfrei. Was übrigens der einfachere Fall ist. Ein unvollkommener Körperschluss ist deutlich schwerer zu beherrschen. Nicht jedes Elektrogerät, das eine leitfähige Oberfläche aufweist, ist ein Körper. Ein Föhn zum Beispiel ist in aller Regel so ausgeführt, dass in diesem Fehlerfall auch die leitfähige Oberfläche des Föhns, wenn sie denn leitfähig ist, nicht unter Spannung stehen kann. Das Gerät ist dagegen geschützt durch eine doppelte oder verstärkte Isolierung, früher Schutzisolierung genannt. Also das Vorhandensein einer leitfähigen Oberfläche bei einem Elektrogerät lässt nicht darauf schließen, ob es sich um einen Körper handelt oder nicht. Das kann nur der Hersteller festlegen, der wird entsprechend einen Schutzleiteranschluss dafür vorsehen oder eben auch nicht. Damit haben wir geklärt, was ein Körperschluss ist. Dabei steht ja nun dieses leitfähige, berührbare Teil gegenüber Erde unter Spannung. Und genau darauf soll die Anlage, wie hier oben bereits geschildert, so reagieren, dass sie innerhalb der geforderten Abschaltzeit automatisch abgeschaltet wird. So ist die Anlage auszulegen. In dem hier betrachteten Stromkreis gehe ich nun davon aus, dass keine RCD, auch FI-Schutzschalter genannt, eingesetzt wird. In der Praxis kommen in Neuinstallationen durchaus auch noch Stromkreise vor, die keine RCD aufweisen. Das ist zwar die Ausnahme heute, jedoch kommt das noch vor, zum Beispiel bei Warmwassergeräten oder Durchlauferhitzern. In älteren Anlagen kommen solche Stromkreise noch viel häufiger vor, denn da war früher der Einsatz einer RCD nur in besonderen Fällen vorgesehen. Ich gehe hier davon aus, dass die Leitungen mit einem Leitungsschutzschalter Typ B 16 Ampere abgesichert sind. Leitungsschutzschalter werden häufig auch Automat genannt. Den Körper stelle ich mir hier als das Gehäuse eines Toasters vor. Wie bereits gesagt, ist das in aller Regel an den Schutzleiter angeschlossen, weil dieses Gehäuse eben leitfähig ist und im Fehlerfall unter Spannung stehen kann. Es soll ein Außenleiter widerstandsfrei das Gehäuse des Verbrauchers berühren, so wie hier dargestellt. Und ich setze hier ein TNCS-System voraus, wie bereits in der Überschrift angenommen. Ja, die Abschaltzeit in so einem System beträgt nun 0,4 Sekunden. Und zwar dann, wenn der Stromkreis mit 230 Volt arbeitet. Das Ablesen der geforderten Abschaltzeit muss aus entsprechenden Tabellen erfolgen. Auch das ist wieder ein Hinweis darauf, dass Sie genau wissen müssen, was Sie tun, denn Sie müssen die richtige Abschaltzeit ablesen. Aber in diesem Endstromkreis im TNCS-System mit der Verwendung von 230 Volt sind es 0,4 Sekunden.
Es bleiben also in diesem Fehlerfall gerade mal 0,4 Sekunden Zeit, bis diese Sicherung den Stromkreis abgeschaltet haben muss. Wie funktioniert das nun? Na, das ist recht einfach, denn wenn dieser Fehlerfall auftritt, der ja einen sehr kleinen Widerstand haben soll, dann fließt ja über diese Strecke ein sehr großer Strom. Über den Außenleiter L1, über die nahezu widerstandsfreie Fehlerstelle, über den Körper, über den angeschlossenen Schutzleiter fließt ein sehr großer Strom. Dieser Strom muss nun wirklich so groß werden, dass die Sicherung diese Abschaltzeit einhält. Je größer dieser Strom, desto schneller schaltet die Sicherung ab. Wenn er nur klein ist, dann mag sie abschalten. Also zum Beispiel bei einem 16 Ampere Automaten 32 Ampere führen auch zur Abschaltung. Aber es wird sicherlich nicht diese 0,4 Sekunden eingehalten. In diesem Fall ist es also tatsächlich gewünscht, dass der Fehlerstrom sehr groß wird. Was ja an sich nicht der Fall ist. Man möchte eigentlich gar keinen Fehlerstrom haben. Nun könnte man natürlich auf die Idee kommen, genau diesen Fehlerfall zu erzeugen, um dann die Zeit zu messen, die es für die Abschaltung braucht. Solche Messgeräte gibt es tatsächlich, die genau diesen Fehlerfall erzeugen. Sie werden aber heute kaum noch angewendet, weil ja eben dieser sehr große Fehlerstrom erzeugt wird, der die Leitungen der Anlage belastet, der an sich schon auch eine Gefahr darstellt, auch für Klemmen und andere Stellen, die dann eventuell sogar schon in Brand geraten, vor allem wenn das Ganze natürlich nicht die Abschaltzeit einhält. Es wird dabei ein ganzer Anlagenteil abgeschaltet, aus dem Netz genommen und die Abschaltzeit an sich ist auch wirklich schwer zu messen mit den entsprechenden Messgeräten. Das wird also kaum gemacht. Stattdessen geht man einen anderen Weg. Der geht in etwa folgendermaßen. Und zwar schaut man sich die Kennlinien dieser Sicherung an und deren Verhalten bei einem großen Strom. Anschließend misst man den Widerstand dieses Fehlerstromweges und schaut sich an, ob der so klein ist, dass der Strom groß genug wird, um innerhalb der Abschaltzeit diese Sicherung zum Auslösen zu bringen. Dazu muss man also zunächst das Verhalten der Sicherung kennen. Wie gesagt, ich setze hier einen Typ B 16 Ampere Leitungsschutzschalter voraus. Dazu habe ich von der Firma Eaton eine entsprechende Kennlinie aus dem Netz heruntergeladen. Die sehen wir hier. Das ist die Sicherungskennlinie für Leitungsschutzschalter. Und zwar für Typ D, für Typ C und für Typ B. Und zwar mit allen Bemessungsströmen, die es da so gibt. Diese Kennlinie ist in zwei große Bereiche aufgeteilt. Wir sehen einmal hier den gekrümmten Verlauf. Das ist die thermische Auslösung des Leitungsschutzschalters. Die interessiert uns hier nicht, weil die nur bei etwas zu großen Strömen zum Zuge kommt. Wir haben es aber hier mit einem viel zu großen Strom zu tun, bei dem die elektromagnetische Auslösung zum Zuge kommt. Und das ist dann immer dieser steil abfallende Bereich, den wir hier sehen. Uns interessiert hier der Fall Typ B, hier gekennzeichnet. Uns interessiert die Abschaltzeit 0,4 Sekunden, dafür habe ich hier diese Hilfslinie eingezeichnet. Um nun abzulesen, wie groß der Strom sein muss, damit diese Sicherung innerhalb dieser 0,4 Sekunden abschaltet, muss ich nun auf dieser Hilfslinie bis an den rechten Rand dieses Bereiches von B gehen, an den rechten Rand, weil ich von einer sicheren Auslösung ausgehen möchte, lote von da aus herunter und lese hier die Zahl 5 ab. Sie sehen, dass hier die tatsächlich abzulesende Zahl etwas kleiner wäre als 5, aber es wird in der Fachliteratur immer mit dieser 5 gearbeitet. Das sollten Sie auch tun. Sie sollten also hier nicht auf 4,8 oder 4,9 reduzieren, sondern Sie sollten hier tatsächlich immer die 5 nehmen. Das macht die ganze Sache sogar noch sicherer. Denn dann wird ja noch ein größerer Strom gefordert. Damit sind natürlich nun nicht 5 Ampere gemeint bei einem Typ B 16 Ampere Automaten, sondern ich muss die 16 Ampere, den Bemessungsstrom des Automaten, mit dieser 5 multiplizieren. Und komme damit dann, wenn ich also diese 5 abgelesen habe, und mein Automat einen Bemessungsstrom von 16 Ampere hat, auf einen Abschaltstrom von 80 Ampere. 80 Ampere, das ist der Strom, den dieser Automat benötigt, um innerhalb von 0,4 Sekunden sicher abzuschalten.
fließen nur zum Beispiel 40 Ampere über den Automaten, so wird er natürlich auch abschalten, das wird auch möglicherweise schnell gehen, aber ich kann halt nicht hundertprozentig sicher sein, dass diese Abschaltzeit eingehalten wird. Was ist nun zu prüfen? Es ist zu prüfen, ob in dem Fehlerstromkreis, der ja hier angedeutet ist, der Widerstand so klein ist, dass diese 80 Ampere wirklich zum Fließen kommen. Damit ergibt sich ganz einfach aus dem Ohmschen Gesetz, dass dieser Widerstand, der hier ZS heißt, Schleifenimpedanz, kleiner sein muss als U durch I. Und zwar die 230 Volt durch diesen Abschaltstrom. Denn wenn der kleiner ist als der Wert, der hier rauskommt, wenn die Schleifenimpedanz kleiner ist als dieser Wert, der hier rauskommt, dann heißt das ja nichts anderes, als dass in diesem Fehlerfall der Strom so groß wird, dass mindestens diese 80 Ampere fließen. Die Abschaltbedingung lautet somit ZS kleiner gleich U0 durch IA. In anderen Systemen und bei der Verwendung einer RCD gelten übrigens andere Abschaltbedingungen und andere Abschaltzeiten. Das ist also nicht so einfach auf andere Systeme zu übertragen. Daher die Einschränkung in diesem Video auf das TNCS-System. Um die starke Erwärmung der Leitung und um Messfehlern Rechnung zu tragen, muss nun die anzuwendende Abschaltbedingung ZS kleiner gleich 2/3 mal U0 durch IA lauten. Damit wird das Ganze nochmals verschärft. Ich möchte hier auf ein Standardwerk der Elektrotechnik hinweisen von Gerhard Kiefer und Herbert Schmolke, nämlich VDE 0100 und die Praxis. Im VDE Verlag, 16. Auflage 2017, habe ich hier zur Rate gezogen. Auf den Seiten 196 fortlaufend folgende sowie auf Seite 366 wird dieser Sachverhalt mit den 2/3 und auch dieser Sachverhalt ausführlich geschildert und auch noch weitergehend, als ich das hier tue. Dieses Buch kann ich nur empfehlen. Schauen wir uns also hier ein praktisches Beispiel an. Wir sehen hier wieder unsere Anlage. Hier wird die Schleifenimpedanz gemessen. Das ist also die Messung der Schleifenimpedanz. Die muss ja im Fehlerstromkreis erfolgen, also zwischen L und PE, nicht etwa zwischen L und N. Das wäre falsch, denn der Fehlerstrom fließt ja über den Schutzleiter ab und nicht über den Neutralleiter. In diesem Beispiel wird nun eine Schleifenimpedanz von 3 Ohm gemessen. Es kommt ein Leitungsschutzschalter Typ B 16 Ampere zum Einsatz. Schaltet die Anlage bei einem vollkommenen Körperschluss innerhalb der geforderten Abschaltzeit ab. Das kann ich nun prüfen, indem ich genau die vorhin genannte Abschaltbedingung teste. Wie wir bereits gesehen haben, ergibt sich aus der Kennlinie des Leitungsschutzschalters ein Abschaltstrom IA von 80 Ampere zur Erinnerung. Das ist der Strom, der ausreicht, um die Sicherung in 0,4 Sekunden zum Abschalten zu bringen. Nun muss ich prüfen, ob die Schleifenimpedanz, das ist ja ein Widerstand, so klein ist, dass diese 80 Ampere wirklich zum Fließen kommen. Und dabei muss ich diese Messunsicherheit ebenfalls berücksichtigen, wodurch dieser Faktor von 2/3 in diese Ungleichung kommt. Ich brauche jetzt also nur noch die 230 Volt hier einzusetzen, den Abschaltstrom hier einzusetzen. Ich komme auf einen Wert von 1,9166 Ohm. Das heißt, die Anlage darf maximal eine Schleifenimpedanz von 1,9166 Ohm haben und dieser Wert ist mit 3 Ohm deutlich überschritten. Theoretisch könnte es nun so sein, dass ich die Abschaltbedingung doch noch erfülle, indem ich nun eine 10 Ampere Absicherung einsetze. Damit sinkt der Abschaltstrom, der erforderlich ist, um die Abschaltzeit einzuhalten, auf 50 Ampere. Und wenn ich nun diese 50 Ampere in diese Abschaltbedingung einsetze, die ja hier mit 80 Ampere bereits durchgerechnet worden ist, komme ich hier auf einen Widerstand, der etwas größer ist als 3 Ohm, wodurch dieser Messwert gerade eben noch ausreichen würde, um die Abschaltbedingung zu erfüllen. Also unter Verwendung eines Typ B 10 Ampere Automaten wäre hier die Abschaltbedingung erfüllt. Dabei muss ich natürlich mich als erstes fragen, ob denn der Verbraucher, der hier später angeklemmt werden soll,
wirklich nur einen Strom hat, der maximal 10 Ampere wird. Sollten das 12 Ampere oder 13 sein, die da am Ende fließen werden, dann reicht natürlich die 10 Ampere Sicherung nicht aus und ich muss zu einer anderen Lösung greifen. Darauf gehe ich aber hier nicht näher ein. In Musterlösungen von Prüfungen wird dieser Faktor von 2/3 häufig nicht genannt. Das heißt, die Abschaltbedingung wird dort häufig in dieser einfacheren Form Zs kleiner gleich U0 durch IA betrachtet. Deshalb empfehle ich Ihnen, wenn Sie an Prüfungen oder an Klassenarbeiten teilnehmen und die Abschaltbedingung aus einem Tabellenbuch lesen, dass Sie einen entsprechenden Hinweis darauf geben, wo Sie das abgelesen haben, oder Sie weisen auf diese Diskrepanz hin und setzen dann im Zweifelsfall die 2/3 hier ein. Ich möchte hier sehr deutlich darauf hinweisen, dass Stromkreise heute nur noch in Ausnahmefällen ohne RCD, also ohne FI-Schutzschalter, betrieben werden dürfen. Wenn eine Anlage erweitert oder instand gesetzt wird, muss der Elektriker eine RCD nachrüsten, in Neuanlagen sowieso. Es gibt nur noch wenige Ausnahmefällen, in denen man auf eine RCD verzichten darf. Und dann ist diese Betrachtung in dieser Form noch sinnvoll, aber nicht mehr unbedingt erforderlich. Natürlich macht es immer noch Sinn, die Schleifenimpedanz zu messen, denn wenn hier Werte rauskommen, die zum Beispiel 5 Ohm oder 6 Ohm betragen, dann ist in der Anlage sowieso irgendwas faul und dann muss man natürlich dahinterher gehen und sich fragen, was denn da los ist. Hier nochmals der Hinweis, dass in der Praxis diese Situation nur von Elektrofachkräften tatsächlich richtig eingeschätzt werden darf. Vor allem sollten Sie niemals ohne RCD arbeiten, wenn nicht gerade dieser Ausnahmefall, der erlaubte Ausnahmefall, gegeben ist. Denn eine RCD schützt in vielen Fällen vor schweren Unfällen, allerdings auch nicht immer. Auch das sollte unbedingt der Laie beachten. Hinter einer RCD besteht nach wie vor Lebensgefahr. Es ist nicht so, dass man hinter einer RCD nicht ums Leben kommen könnte durch einen Elektrounfall. Ja, soweit zu diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Ganze näher bringen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde mich natürlich sehr über ein Like und natürlich noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank.